Warum sollte ich mich jetzt als Hersteller bzw. als Fachgroßhändler jetzt mit BIM beschäftigen? Die kurze Antwort ist, wenn für Hersteller oder Händler öffentliche Bauprojekte grundsätzlich interessant sind, dahin zu liefern, dann müsst ihr euch mit BIM beschäftigen. Das ist mal die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, jeder Hersteller und Händler wird schon feststellen, es kommen schon Anfragen daher, wo man momentan vielleicht ein bisschen Feuer löscht, wo man sagt, okay, ja, wir haben das und das, wir wollen auf jeden Fall euch helfen. Aber wo jeder Hersteller und Händler einfach hinkommen müsste, wäre eigentlich mal die Idee dieses Open Big BIMs zu verfolgen und wirklich mal auch aktiv Impulse in den Markt hineinzusetzen, um ein Vorreiter als Vorreiter wahrgenommen zu werden, weil so nebenbei gesagt, mit BIM-Daten lässt sich halt auch neue Geschäftsfelder erschließen. Es lassen sich neue Kunden gewinnen, neue Projekte gewinnen. Also deswegen macht das schon Sinn für die Hersteller, sich damit zu beschäftigen, auch nochmal neue Vermarktungskanäle Könnte man quasi sagen, BIM verkauft. Ja. aufzumachen. Der Zyklus ist ein bisschen länger, aber ja. Wenn ich jetzt Hersteller oder Händler bin, wie kann ich am effektivsten bei dem Thema BIM einsteigen? Also was jetzt gucke ich vielleicht das Video, denke mir, oh hoppla, ja, wir liefern an die öffentliche Hand, ja, wir wollen in Großprojekte reinliefern. Oh stimmt, wir hatten schon die ersten Anfragen, konnten uns da nicht so richtig weiterhelfen. Was tue ich? Also, das Schlimmste ist ja nichts zu tun in der Folge, in der Situation. Also es gibt ja die Frage, was ist das Gegenteil von Erfolg? Nichts tun. Also das trifft auch hier zu. Und das Gute ist ja, wenn Sie Hersteller sind, Sie haben ja schon Daten, nämlich für Ihre Fertigung. Man hat schon geometrische Daten, vielleicht für die Fertigung, 2D, 3D-Daten. Und man hat die Informationen, Attribute im PIM-System, im ERP oder in Datenbanken und in Listen. Das heißt, man hat die zwei Sachen eigentlich schon da. Und dann gibt es gute Lösungen, wo man quasi diese zwei Dinge, die schon vorhanden sind, zusammenführt in BIM-Daten. Das geht teilweise mit Modellierung, also mit Dienstleistung, aber es gibt auch schon Softwarelösungen, wo das Ganze automatisiert dann in schlaue BIM-Daten erstellt werden können. Zum Glück gibt es gute Softwareunternehmen, die aus der vorhandenen Datenbasis mittlerweile sehr gute BIM-Daten machen können. Heißt aber auch, das hatte ich mal bei dir gehört, bitte veröffentlicht nicht eure Konstruktionsdaten, ne? Ja. Weil das wäre ja auch so ein Thema. Ha, wir haben die Daten ja schon, dann stellen wir die jetzt bei uns auf die Homepage und Genau. Job done. Ja, also die Fertigungsdaten, die können auch über Dienstleistung oder Software können die noch reduziert werden vom Detaillierungsgrad, damit natürlich man keine Geheimnisse aus der Fertigung nach außen gibt, sondern es werden hier Modelle nach außen gegeben, die maximal sicher sind und die für den Planer trotzdem verwendbar sind, ohne dass man hier Gefahr läuft, etwas zu veröffentlichen, was man nicht möchte. Okay, aber das wäre, um mal oder zum Punkt kommen, ihr bei Cadenas bietet das quasi an, sowohl automatisiert als auch, wenn es nicht automatisiert geht, dann manuell diese Genau. Daten zu erstellen. Das heißt, sag mal, als Hersteller, wenn ich keine BIM-Daten habe, wäre der erste Schritt quasi zu sagen, okay, welche Sortimente sind da relevant und die dann quasi BIM-fähig dann zu machen. Ich habe bei dir auch mal gehört, du hast dich auch schon mit dem Thema E-Team beschäftigt. Und hier gibt es auch sehr, sehr coole Sachen, nämlich es gibt sogenannte parametrische Modelle. Die sind quasi fertig. Es gibt A, B, C, es gibt verschiedene Maße. Weil wenn du jetzt zum Beispiel gar keine Geometriedaten hast, dann brauchst du mir eigentlich nur sagen, bei mir ist A 23 mm, B 77 mm. Und hier werden dann quasi generische Modelle nur mit Attributen erstellt. Was auch Das mega. heißt, das wäre quasi der Ansatz über ETMMC dann quasi die Modeling Classes zu definieren und da die Parameter zu liefern. Und das ist Wahnsinn. Man kann fertige, perfekte Planungsdaten nur mit einer Tabelle erstellen. Das seht ihr wirklich auch als sagen wir mal, gangbare Alternative zu eigenen BIM-Daten. Sagen, okay, dann, wenn man nichts hat, könnte man das Ganze auch über ETMMC lösen. Zumindest mal auf Einstiegspunkt ist das eine super effektive Lösung, ja. Okay. Ja, in der Tat ist es natürlich, ich glaube, vom Aufwand her nochmal deutlich kleiner. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Am besten du abonnierst unseren Kanal und aktivierst die Glocke. So wirst du direkt benachrichtigt, wenn wir ein neues Video hochladen und verpasst zukünftig keine Folge mehr.
Achso, und hier geht's zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.